Das aus meiner Sicht wichtigste Thema an den Märkten derzeit sind die steigenden Kapitalmarktzinsen. Und die begannen vor allem zu steigen, als Fitch die Bonität der Amerikaner abstufte aufgrund dieser exzessiven Verschuldung. Damit ist den Leuten klar geworden, hey, da kommt so viel Angebot an Staatsanleihen auf den Markt. Irgendwer muss das kaufen, also sind die Renditen gestiegen. Und wenn die Renditen für Anleihen steigen, dann bildet das einen Gegenwind für die Aktienmärkte, denn die Inflation ist ja rückläufig gewesen, jetzt steigen die Renditen. Also könnte ich hergehen und sagen, Mensch, ich parke mein Geld in einer dreimonatigen US-Staatsanleihe. Hier sehen wir, die ist jetzt 3% über den Inflationserwartungen. Ich bekomme also für eine dreimonatige Staatsanleihe 5%, habe eine Inflation von 3%. Das macht Anleihen in Relation zu Aktien immer attraktiver. Genau das ist der Grund vielleicht, warum jetzt die Aktienmärkte nicht noch weiterlaufen. Klar, alle sind schon drin, alle sind an Bord. Es fehlen so ein bisschen die Käufer, die das Ganze noch nach oben juckeln, aber das ist so einer der Triebkräfte, das ist das Wechselspiel zwischen Anleihemärkte und den Kapitalmarktzinsen und eben den Aktienmärkten. Und das ist eben wahrscheinlich der Grund, wenn das sich nicht ändert, wenn also die Kapitalmarktzinsen hoch bleiben. Am Freitag hatten wir einen Rücksetzer nach den eher schwachen Arbeitsmarktdaten in den USA. Aber wir sehen, dass die 10-jährige US-Staatsanleihe deutlich über 4% ist, nach wie vor. Und solange also die Anleiherenditen, die Kapitalmarktzinsen hoch bleiben, dürfte es für die Aktienmärkte schwierig werden. Und hier sehen wir auch einen wichtigen Punkt. Die Inflationserwartungen haben sich geändert. Man ist jetzt nicht mehr der Überzeugung, dass die Inflation komplett verschwindet, sondern sagt sich, naja, das ist schon strukturell, das wird länger bleiben. Das sehen wir hier in den marktgehandelten Inflationserwartungen für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Die sind jetzt zuletzt deutlich nach oben gegangen, seit Juli deutlich nach oben gegangen. Das ist der erste Punkt, warum die Kapitalmarktzinsen, also die Renditen, hoch sind. Und der zweite Punkt ist der Optimismus in Sachen Konjunktur in den USA. Wir haben ja immer mehr Wirtschaftsleute, Analysten etc., JP Morgan, die alle sagen, wir heben den Ausblick für die US-Wirtschaft an, erwarten keine Rezession mehr, und das bedeutet eben, dass die Fed wahrscheinlich die Zinsen nicht senken wird, absehbar nicht senken wird. Die Frage ist, stimmt diese Einschätzung, dass da keine Rezession kommt? Und da hätte ich meine Schwierigkeiten, dazu gleich mehr. Aber hier sehen wir mal den Grund auch, warum die Kapitalmarktzinsen steigen. Also die Renditen für US-Staatsanleihen, die Amerikaner, 5,2 Milliarden Dollar neue Schulden pro Tag sind jetzt in Relation zum BIP so verschuldet wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wir haben 3,6% Zinsausgaben in Relation zum BIP. Und wir haben jetzt mal entspannte 25 Billionen Dollar in US-Staatsanleihen. Also das ist mehr als das gesamte BIP der USA. Und wir sehen, wie hier das Rating den Amerikanern so ein bisschen auf den Kopf gefallen ist. Es haben sich ja alle bemüht, das zu verharmlosen, zu verniedlichen. Spielt keine Rolle, lächerlich und so weiter. Aber es spielt eine Rolle. Wir sehen das an den Märkten. Die Kapitalmarktzinsen sind gestiegen. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Rezession. Was wir hier sehen in diesem Chart, das sind die realen Importe von Gütern und Dienstleistungen in die USA. Und wir sehen inflationsbereinigt, also reale, also die Importe, Zuwachs etc. oder minus Inflation. Und hier sehen wir rückläufig. Jedes Mal, wenn wir unter die Nullerachse gehen, dann haben wir zuletzt seit den 70er Jahren eine Rezession gesehen. Diesmal ist alles anders. Jedes Mal, wenn wir sehen, dass die Nachfrage nach Zeitarbeit rückläufig ist in den USA, haben wir eine Rezession gesehen. Aber diesmal ist sicherlich alles anders. Wir sehen heute die Pleite des drittgrößten Transportunternehmens in den USA, die endgültige Pleite von Yellow. Über, naja, um und bei 30.000 Leute werden damit dauerhaft ihren Job verlieren. Die Firma wird wirklich komplett den Betrieb einstellen, hat also nicht nur Chapter 11 angemeldet. Und das bedeutet, dass diese 30.000 dann in die Arbeitsmarktdaten einfließen werden demnächst. Also das wird noch ein wichtiger Punkt. Und wenn wir uns den Arbeitsmarkt mal anschauen, dann sehen wir, dass im Juli dieser ohnehin ja eher schwache Bericht, da sind vor allem Part-Time-Jobs geschaffen worden. Also so viele Teilzeitjobs wie seit Oktober 2020 nicht mehr, während gleichzeitig extrem viele Vollzeitjobs verloren gegangen sind, so viel wie seit April 2020 nicht mehr.
Und das zeigt, dass die Qualität dieser neuen Stellen sehr, sehr schlecht ist, dass sozusagen hier nicht mehr wirklich ein ganz enger, heißer Arbeitsmarkt der Fall ist, sondern dass wir hier bei diesem nachlaufenden Indikator Arbeitsmarkt schon eine deutliche Abschwächung sehen. Für mich aus meiner Sicht schon ein ziemlich deutliches Anzeichen, dass es mit der Wirtschaft in den USA deutlich bergab geht, den Optimismus der Ökonomen und JP Morgans zum Trotz. Und hier sehen wir die Mortgage Rates, also das, was praktisch die Hypothekenzinsen sind. Wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren. Das dürfte den Hausmarkt in den USA, den Immobilienmarkt, weiter abkühlen. Gleichzeitig sehen wir, dass Lumber deutlich gefallen ist, also Bauholz. Das ist praktisch das bevorzugte Baumaterial in den USA. Und wir sehen, Lumber und der Nasdaq, die sind oft relativ parallel gelaufen, weil beide eben versuchen, die Konjunktur ein bisschen auszuschnüffeln. Wir sehen, dass Häuslebauer in den USA noch viel stärker gestiegen sind, Homebuilders, als der S&P 500 selbst. Also da eine Euphorie am US-Hausmarkt gewesen, der eigentlich mit den Fakten nicht ganz konkurrieren kann. Und hier sehen wir mal die Kreditvergabe sowohl in der Eurozone als auch in den USA, respektive die Kreditnachfrage. Und hier sehen wir, dass das beides deutlich, deutlich rückläufig ist. In Europa um die Hälfte eingebrochen, wie die EZB kürzlich gesagt hat. Und die europäischen Unternehmen sind mehr auf Kredite noch angewiesen als die amerikanischen Unternehmen. Das heißt, wir sehen hier eine Austrocknung von Krediten. Und wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann sieht es schon so aus, dass da eine Rezession kommt. Jetzt ist natürlich heute ein relativ ruhiger Wochenauftakt. Es gab keine Konjunkturdaten. Alles wartet so ein bisschen auf die Inflationsdaten bereits am Donnerstag. Hier dürften wir laut Cleveland Fed bei 3,4% Inflation reinkommen. Jetzt gucken wir uns mal an. Die Inflation war ja stetig rückläufig auf jetzt 3,0%. Und wenn die Konsenserwartung von 3,3% eintrifft, dann wäre das der erste Anstieg wieder der Inflation. Das heißt, dieser Abwärtstrend der Inflation wäre erstmal vorbei. Ist das dann schon ein neuer Trend? Ist die Frage, aber wir sehen, dass vor allem die Basiswerte, also der Vorjahresvergleich, der kommt jetzt Stück für Stück immer weiter runter. Das heißt, es wird immer wahrscheinlicher, dass dann eben die Inflation wieder höhere Zahlen erreichen wird, vor allem eben im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu den Anleiherenditen und den Aktien, dann sehen wir, Aktien sind im Vergleich zu Anleihen so teuer wie schon selten historisch. Also da muss man schon wirklich genau gucken, wann das der Fall war. Also das ist sozusagen eine Wette, die hier passiert. Aktien, beste aller Welten, keine Rezession. Okay, jetzt kleines Hindernis, hohe Zinsen, längere Zeit, zumindest das die derzeitige Annahme, aber wer jetzt eben zum Beispiel kürzlich noch eine Apple gekauft hat, die trotz nachlassender, schwächer werdender Fundamentaldaten immer weiter gestiegen ist, jetzt aber diese Siegesserie beendet hat, deutlich aus dem Aufwärtstrend rausgefallen ist. Wir sind jetzt innerhalb kurzer Zeit von stark überkauft auf überverkauft gelaufen. 2 Monate Kursgewinne sind jetzt mal in 2 Tagen vernichtet worden. Wir haben jetzt die schlechteste 2-Tages-Performance in 9 Monaten. Wahrscheinlich wird sich die Apple-Aktie kurzfristig mal wieder ein bisschen technisch erholen, aber dieser Aufwärtstrend ist erstmal kaputt. Das gilt für Microsoft, das droht Tesla jetzt auch. Also die Dickfische aus dem Nasdaq, die machen Schwierigkeiten. Aber insgesamt, wenn wir uns jetzt nochmal das Bild anschauen, Liquidität, wie schaut es da aus, die sogenannten Financial Conditions, dann haben wir oben die USA und wir sehen, wenn das weiter runter geht, dann sind die Finanzkonditionen lax, wenn es nach oben geht im Chart, sind sie streng, also praktisch, dann haben wir tight Conditions, sonst haben wir dann eben easy Conditions und wir sehen, in Europa ist die Sache komplett anders, hier sehen wir extrem scharfe Kreditkonditionen, extrem enge Kreditkonditionen, während das in den USA viel laxer ist, viel lockerer ist. Und damit könnte es sein, dass wir hier auch Probleme bekommen durch die EZB. Aber jetzt zunächst mal eben auch dieser Anstieg der Renditen, der für Staatsanleihen in Deutschland, vor allem für länger laufende Renditen, nachdem die Bundesbank am Freitag überraschend angekündigt hat, Staatsgelder
zum Beispiel von Bundesländern, die geparkt sind bei der Bundesbank respektive der EZB, dass die nicht mehr verzinst werden. Jetzt sehen wir, dass die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen ist. Also das geht weiter nach oben. Diese Geschichte wird wohl für die EZB immer problematischer, denn sie erhöht die Zinsen in einen Abwärtstrend der Wirtschaft rein. Und hier gibt es eine neue Analyse, die zeigt, dass der EZB-Zinskurs verspätet wirkt, aber dann in einem Knall enden wird. Wahrscheinlich wird uns die Zinsanhebung der EZB 4% Wachstum kosten. Es ist ja okay, die Zinsen anzuheben, aber die EZB hätte das viel früher machen müssen, als die Inflation schon am Horizont war, als die Erzeugerpreise 30% gestiegen waren, hat sich Lagarde hingestellt und gesagt, nein, wir werden 22 nicht die Zinsen anheben. Das Ganze rächt sich jetzt und wir sehen diese konjunkturelle Eintrübung hat Europa fest im Griff, aber eigentlich die ganze Welt. Hier sehen wir mal den Key Trade Indicator. Sehen wir Deutschland Export minus 0,4, Import minus 1,2, EU minus 1,6 und minus 1,5, USA minus 3,7 und minus 0,8 und China minus 1,6 und minus 0,7. Also wir sehen weniger Schiffsladungen, wir sehen, dass der Welthandel abnimmt. Das alles spricht dann übergeordnet auch für eine Rezession in den USA. Das ist übrigens hier nämlich diese konjunkturelle Eintrübung. Wenn Sie mal wissen wollen, wie die Dinge da genau sind, ist hochspannend. Dann die erste Empfehlung, die zweite Empfehlung. Wir Deutschen sind ja schlau und schalten in Zeiten von Energiemangel, latenten Energiemangel, Energiequellen ab, gell? Das führt dazu, dass wir dann höhere Strompreise haben. Dann überlegt sich unsere wunderbare Regierung, dass sie sagt, naja, dann müssen wir diesen Strompreis für die Industrie subventionieren. Fakt ist, dass Deutschland jetzt zum Stromimporteur geworden ist. Frankreich ist jetzt neuer Europameister in Sachen Exporte. Wir importieren. Jetzt kann man sagen, naja, ist doch egal. Ist ja alles irgendwie ein Verbundnetz in Europa. Aber wenn es mal hart auf hart kommt, die Franzosen heizen vorwiegend mit Strom, meistens schlecht isolierte Häuser. Und wenn dann es mal hart auf hart kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Franzosen sagen, Deutschland, wir brauchen leider diesen Strom, den wir mit unseren Atomkraftwerken erzeugen. Wir können euch leider nichts abgeben. Dann möchte ich mal das Gesicht von uns und von Habeck vor allem sehen. Hier sehen wir, die Stromimporte nehmen immer mehr zu von Monat zu Monat seit Abschaltung der Atomkraftwerke. Das war die zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, schauen Sie sich mal an, was wahrscheinlich in einem Knall enden wird, nämlich die Zinsanhebungen der EZB. Also diese drei Empfehlungen. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.